Ich grüße euch da draußen, meine lieben Freunde von A bis Z und Norden bis Süden und so weiter, wie mein Vater mal sagen würde. Ich bin es, Vitos Tellarion von Dragenhort, hier aus Dragenhort. Mit einer Treppe, die hier nicht so viel Sinn macht, verständlich. Ist egal, bleibt so, ist schön. Der hier noch mächtig zu tun hat. Mit diesem ersten der Handwerker- und Händlerhäuser hier für diesen Stadtbezirk. Wie und warum, das erfahrt ihr gleich. Nein, wir müssen das Dach da oben noch fertig machen und dazu muss ich noch ein paar Stiefelchen machen. Ein paar mehr. Gucken, ob 40 reichen. Ich mache noch mal ein paar drauf. Und noch mal ein paar drauf. So, das sollte reichen. Und wenn wir das fertig haben, dann holen wir schon mal Fensterscheiben, die wir hier einsetzen können und Türen und so. Und über die Raumaufteilung, da machen wir uns danach dann noch Gedanken. Und so mache ich das dann weiter hier, Haus für Haus. Ich glaube, ich mache jetzt nicht komplett hier nur diese Häuserzeile und dann das nächste Projekt, sondern ich mache irgendwas, dann mache ich wieder ein Haus, dann mache ich wieder irgendwas, dann mache ich wieder ein Haus. Ich denke, das ist so eine ganz gute Abwechslung, oder? Ich kann ja auch das ein oder andere Haus schon so bauen, wie ihr das meint. Die werden alle ähnlich, aber sollen nach Möglichkeit nicht gleich sein. Das ist der Hintergedanke. Und gleich habe ich ein Problem, stelle ich fest. Warte mal. Aber wenn ich das so mache, müsste ich doch in der Lage sein, von unten diese Stufe zu setzen, oder? Sollte geklappt haben. So, der gehört hier nicht hin. Und fertig ist es. Hier oben haben wir dann noch Schlafräume oder sowas. Hier geht's runter zum Laden. Herrlich. So, Quelsmor. Der braucht jetzt natürlich auch eine Tropenholztür, ist ja logisch. Und ich glaube, ich habe noch gar keine Tropenholztüren, oder? Gucken. Schon wieder renne ich hier. Ach ja, ist herrlich. Das ist sowieso keine Tropenholztür. Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, noch welche machen. So, immer dieses Hin und Her. Das sind so typische Stadthäuser, finde ich, in mittelalterlichen Städten. Wie gesagt, das Neue ist da teilweise schon so ein bisschen von, das ist aber nicht wild. Und so oben sieht das Dach dann aus. Und extra diesmal angekantet und nicht noch an den Seiten was überstehend. Achso, und Fensterglas, warte. Da muss ich, ja, da muss ich nicht zweimal rennen, das tue ich ja jetzt schon. Wie ich mich selbst manchmal ad absurdum führe. Ich habe so viele durchsichtige Scheiben, dann nehme ich die auch erstmal hier. Zu viel Rot. Das wäre wirklich zu viel des Guten in diesem Fall. Was wir natürlich noch machen können, sind Fensterläden. So. So wird's doch schicki. Ah, warte, das ist der Unterschied, siehste. Ich habe hier auch ein Doppelfenster reingemacht. So. Und der Dachtragebalken trägt dann auch wirklich das Dach auf Händen. Oh, dieses Lied ist so laut, ist so doof, das mag ich nicht. Schweig still, Lied. Und siehe da, das erste Gebäude steht.
ist zwar noch nicht in Räumen aufgeteilt, aber es steht. Das sieht jetzt mit diesem doppelten Balken noch ein bisschen befremdlich aus, weil das Haus daneben ja noch nicht steht. Aber wenn das dann auch steht, dann ist das auch ganz anders. So, machen wir das schon mal, die Umrandelung. Die wird natürlich aus vernünftigen Steinen bestehen. Und ich muss ganz schön brüllen, wenn ich gegen dieses Lied ankommen will. Ist schon ganz schön spät dafür, dass ich noch draußen rumlaufe. Merke ich selber gerade. Also, nichts wie ins Bett, bevor hier alles voll ist mit Monstern. Reicht schon, dass hier alles voll ist mit Hühnern. Tschack, in die Falle. Und die Falle schnappert es zu. Nach 5 Minuten in dieser Sendung schon das erste Gutsnächtle sozusagen. So. Warte mal ganz kurz, Leute. Oh, viel angenehmer. Ich mag das Lied nicht. Das muss jetzt mal aus. So, wie nennen wir das Geschäft? Rogars. Das machen wir das jetzt mit so einem Ding oder ohne? Ich glaube so, ne? Rogars Rüstungen. Das kommt hier rein. Ein Rüstungshändler. Da muss ich dann natürlich reichlich Rüstungsständer machen. Und dann ein schönes Ladengeschäft rein. Aber vielleicht mache ich hier doch wieder ein bisschen Platz. Das würde eher Sinn machen, hier so. Oh, das waren die Treppen. Hehe. Okay. Also gut. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Wo sind sie denn jetzt? Na, das ist ja auch geschickt. Jetzt haben sie sich verdünnisiert. Naja. Schon klar. Das ist ein hühnerfreier Laden, merkt euch das. Verdammt. Hier ist, glaube ich, ganz gut dann den Platz für den Verkaufstisch, für die Verkaufstheke zu machen, ne? Ja. Aber darum. Also, warte mal, was ist denn das mit der Musik heute? Nur so nervige Musik. So. Da kümmere ich mich dann aber später drum, um den Laden einzurichten. Ich bin erstmal froh, hier das erste Haus soweit fertig zu haben. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt oder wenn ihr es doof findet, dann könnt ihr das natürlich auch sagen. Dann gucke ich mal, was ich daran vielleicht noch ändern kann und verbessern kann. So, pass mal auf. Jetzt mache ich was Folgendes.
Nehmen wir erstmal diesen Stapel Eier hier. Schmeiße die sonst wo in die Botanik rein hier. Das ist ja wohl unglaublich. Nein, aber das war gar nicht mein Ansinnen. Sondern ich werde jetzt mir ein Pferd schnappen und euch etwas zeigen. Was ich euch zeigen werde, konntet ihr bestimmt schon mal irgendwann sehen, aber jetzt werdet ihr es im Speziellen nochmal sehen. So, die sind alle frisch. Ich nehme mal einen Sattel. Welchen nehmen wir denn mal? Hier, den grauen gleich oder den weißen. Ist einigermaßen schnell grauer. Ja, du bist ziemlich schnell. Dich nehme ich erstmal. Du gefällst mir. Jetzt komme ich hier nicht durch, ne? Ach so, ja, weil ich hier so ein Tor reingesetzt habe. Das habe ich da aber reingesetzt, weil ich glaube nämlich, sonst laufen die doch weg. Also gut, Freunde, jetzt reite ich gespannt aus der Stadt hinaus und führe euch in einen kleinen Nebenort, an dem es bald eine Überraschung geben wird. Los geht's. So, liebe Leute, und weiter geht's. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem Punkt, wo ich hierher geritten bin und jetzt, wo ich wieder aufnehme, diese Folge sozusagen fortsetze, und das Wetter ist dementsprechend natürlich nach Dragonhorter Verhältnissen richtig mies geworden. Herrlich. Und was will ich euch zeigen? Ich folge diesem Weg, der schon relativ alt ist, den mein Vater damals angelegt hat, um aus der späteren Stadt Dragonhort, die dann bis hier geht, ziemlich genau bis hier, um sie zu verlassen. Und ich glaube, dieser Weg, der ist nur für Fußgänger geeignet und nicht für Pferde. Und deswegen reite ich mal lieber außenrum hier über die Schneekuppe. Jetzt müsste es auch hoffentlich bald anfangen zu schneien. Oh, der arme Baum hier, das ist ja... Habe ich irgendwas zum Flicken dabei? Oh, habe ich sogar, wirklich. Warte mal. Das ist hier ja... So. Nicht, dass der hier kaputt geht, das wollen wir ja auch nicht. Also der Weg führt hier unter dem Berg entlang und ich muss dann gucken, dass ich ungefähr wieder an der richtigen Stelle rauskomme. Der muss dringend mal erweitert werden, dass der auch für Pferde gangbar ist. Ja, hier kommt er wieder raus. Ich kann hier mal ganz kurz reinlaufen, ne? Das ist ein wirklich so eine typische Au, Unterführung. Da kann man nicht drin springen, aber hier gibt es eine kleine Wegrast. Ja, das Ganze muss hier einfach nochmal um eine oder zwei Dinger erhöht werden, dass man hier auch durchreiten kann. So, jetzt ist hoffentlich mein Pferd noch... Ja, das dachte ich mir. Das haut schon ab. Bleib mal hier. Wir wollen den Leuten noch heute was zeigen. Und zwar hat das Ganze indirekt mit der Wahl von Hundsgrab zu tun. Die ist ja vorbei. Und da waren so viele gute Kandidaten dabei und nicht alle haben es geschafft. Und so ein bisschen ist das vielleicht mein Glück. Denn... Ja, hier ist die Fährstation Weißenfels. Da kann man übersetzen zur anderen Seite, muss man aber nicht. Man kann auch über so einen Holz, ganz dünnen Holzweg darüber reiten. Mal gucken, kann ich eigentlich schlafen bei dem Sauwetter? Nee, dafür ist es nicht sauig genug leider. Gut, Pferd, hier gebleibt. Komm her. So ist recht. So, wir verfolgen diesen Weg. Und jetzt wird es ein bisschen holprig. Benutzung auf eigene Gefahr der Knüppelfahrt. Ja, wow. Ja, sehr eng und da muss man aufpassen, aber das Pferd, so ein bisschen Wasser kann das ja ab. Aber jetzt muss ich ganz vorsichtig umlenken. Das ist wirklich nur für Fußgänger gedacht eigentlich. Als der angelegt worden ist, da gab es hier noch überhaupt keine Pferde. Also in ganz Minecraft nicht. Aber hat geklappt. Wow. So, dann geht's Richtung Dragonhort. Und hier ist eine Schutzhütte im Morast. Und hier geht die Straße weiter. Die kann man natürlich auch nochmal schöner ausbauen, würde ich sagen. Kann man, muss man aber nicht. Hier sind Schluchten mit Monstern unten. Das ist alles erforscht. Und hier haben wir auch wieder eine Unterführung, die auch noch zu klein ist. Also auch die nehmen wir im Sturme. Und dort seht ihr schon. Auf der anderen Seite befindet sich ein kleiner Ort. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen, als Vater damals von hier nach Hunsgrab gereist ist. Das hier ist der Ort Drakenhaven. Oder auch Drachenhafen genannt. Und dieser kleine Ort, der soll ausgebaut werden zur richtigen Hafengegend. Hier wurde mal so eine Art Hafenfestung angefangen, aber das ist
ja, es muss alles dringend überarbeitet werden, genau wie die ganzen Wege hier. Hier sind ein paar Leute und ein bisschen Felder und so weiter ist da. Man kann also hier arbeiten. Und hier habe ich mal, oder hat, nicht ich, sondern Vater hat hier mal so eine große Fläche freigemacht. Und da geht es über den Seeweg nach Hundsgrab. Ewig weit weg natürlich, ewig weit weg. Hier ist so eine kleine feine Bude, die man sich einrichten kann. Ich guck mal hier, die Kisten, die sind so gut wie leer, aber... Na gut, das ist die Endertruhe, die ist natürlich von mir. Da ist was im Ofen. Ja, die sind alle leer, da ist nichts drin. Ein Bett steht hier, ein Amboss, eine Werkbank, also alles, was man braucht, um anzufangen. Und ich habe nämlich die große Ehre zu verkünden, dass Oma Luise, und ich hoffe, ich werde sie dann auch des Öfteren mal live antreffen. Jetzt, wo ich das aufnehme, geht das leider nicht, aber bestimmt werde ich das tun. Die hat meine Einladung, meine Anfrage angenommen. Denn ich fand ihr Schiff und ihren kleinen Hafen, den sie in der Bewerbung gebaut hat für die Wahl von Hundsgrab, so genial, dass ich dachte, Mensch, das wäre die richtige, um aus diesem kleinen Örtchen quasi Dragenholz Hafenstadt zu machen. Und das hat sie angenommen und ich weiß nicht, ob sie es dann auch irgendwie in Let's Plays zeigen wird oder nicht, aber auf jeden Fall wird die jetzt hier demnächst wahrscheinlich so ein bisschen das Ganze bauen und zurecht machen und zu einem echten Hafen ausbauen. Und da freue ich mich sehr, sehr drüber. Es ist mir eine große Ehre, mit ihr hier zusammenzuarbeiten. Denn ich bin mit der Stadt Dragenhort selber so beschäftigt, dass ich das hier gar nicht alles allein hinkriege. Da hat es keine Wahl gegeben, das habt ihr gemerkt. Keine irgendwie vorab Auswahl oder sowas, sondern das war wirklich, ich habe ihr eine Stellenausschreibung geschickt, eine Anfrage geschickt und sie hat es dankenswerterweise angenommen und die wird dann jetzt hier demnächst loslegen. Ich bin also nicht mehr ganz allein in meinem Tun. Oh, und jetzt sehe ich hier gerade, schaut mal, da drüben ist ja direkt noch ein Ort. Guckt euch das mal an. Ja, da hat es ja Glück, den kannte ich noch gar nicht. Aber das ist alles hier neue Welt, wie man sieht. Denn da ist so eine ganz klare Weltengrenze von Mr. Mojang. Und direkt da drüber ist gleich noch der nächste Ort. Na, das ist ja was. Super, das freut mich. Da kann sie dann loslegen. Das Land hier habe ich ihr sozusagen übertragen, damit sie das Beste draus machen kann. Jetzt reite ich hier selber mal rum, weil das interessiert mich jetzt. Das ist nämlich alles bisher unentdecktes Land gewesen. Ihr seht, so weit war ich nie. Uah, Mist. Aber ich glaube, mein Pferd ist ein ganz guter Springer. Jo. Ach ja, guck. Da ist hier drüben also auch so ein Steppenbiom. Gucken wir uns mal an, was da noch so ein kleiner Ort ist. Gleich direkt ein Dschungel da dran. Oh, da ist ja, glaube ich, viel um Abenteuer zu erleben und viel zu entdecken. Es gibt viele Orte hier in dieser Welt, in diesem Land. Das habe ich schon gesehen. Also der ein oder andere. Und ich schließe es nicht aus, dass vielleicht irgendwann noch jemand anders oder weitere Leute dann den Weg hierher zu uns finden werden. Mal schauen. Jetzt sofort ist es nicht geplant, aber vielleicht demnächst. Es ist wirklich sehr abgekantet hier, dieses kleine Dörfchen hier. Aber auch niedlich. Mit so einer kleinen Bibliothek. Ja, ja, nett, nett. Vielleicht ist das irgendwann alles mal ein Ort. Hier sind die Hasen. Ah, Hasen, die habe ich ja gar nicht in Dragenhorn. Dann kann ich hier von hier welche holen, wenn ich mal eine Hasenzucht anlegen will. Ja, liebe Freunde, das wollte ich euch zeigen. Drakenhafen oder Drachenhafen. Also Drakenhaven oder Drachenhafen ist der zweite Ort hier in diesem Gebiet der Freistadt Dragenhort, das demnächst mit Leben gefüllt wird. Und ja, ich hoffe, ihr seid damit, ich hoffe, euch freut das genauso, wie es mich freut. Also ich glaube, wenn, dann ist es auf jeden Fall in richtigen Händen. Es ist ja schon ein relativ großer Ort hier mit großen Häusern und auch einer Kapelle und so, ähnlich wie Dragenhort mal war. Drakenhaven, da steht's. Und über diese kleine Brücke reite ich mal wieder zurück nach Hause. Schön hier über diesem See. Ist niedlich, ne? Hier geht's dann direkt rüber zu dem Hafenbereich, den ich mal ursprünglich, da wollte ich, also nicht ich, Vater wollte da ursprünglich mal einen Palast hinbauen, wie das hier steht. Hier entsteht der Palast der Helden. Das nehme ich mal weg, das Schild, weil nicht das, wie sie denn denkt, sie muss das auch tun. Nein, 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 nein. Sie kann ja sich frei entfalten und das soll ja vielmehr hier lieber der Hafen werden, denke ich mal. Das macht mehr Sinn. Also, auf zurück nach Dragenhort, liebe Freunde.
da geht's dann beim nächsten Mal auch straff weiter. Mit, ja, ich weiß nicht, ob ich die Handwerkshäuser erst weiterbauen soll oder irgendwas anderes anfangen soll. In meinem Kopf schwebt ja wirklich diese Idee von Washaki, diesen Transporter-Reisehof, Startpunkt zu bauen, auf das wir in der Welt hin und her springen können. Denn wer ein Magier ist und sich über Teleportationszauber, Teleportationszauber verfügt, der braucht ja nicht große Fahrzeuge errichten. Das ist nämlich sowieso nicht, also mit Technik und so bin ich ja nicht so bewandert. Das habe ich von meinem Vater geerbt, muss ich ja so sagen. Und deswegen mache ich das hier eben auf magischem Wege. Da stehen die Kühe. Ja. Also wieder zurück. Ihr seht, das Dragenhorter Land ist wirklich sehr, sehr vielfältig und bietet viel Abwechslung. Und deswegen macht es auch so einen Spaß, hier anzufangen, alles herzurichten und auszubauen. Es wird dunkel, aber das schaffe ich noch bis nach Hause, denke ich mal. Weil Dragenhort liegt ja schon direkt hier. Hinter diesem kleinen Hügel ist es ja schon. Ich denke, bis ich zu einem Bett komme, wird es noch nicht so dunkel sein. Noch. Da stand Zordan. Das ist natürlich falsch. Vitus muss da stehen. So ein Blödsinn. Naja, Technik, ne? Abgenickt von Technik. Hier kommt eine Apotheke hin und eine Brücke. Vielleicht, oh ja, vielleicht fange ich damit an, dass ich ein Alchemie-Labor einrichten kann. Das ist eigentlich eine gute Idee, denn da hatte ich im Bett, wie das so häufig ist, eine ganz... ganz coole Idee dazu. Ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht schlecht, um das umzusetzen. Aber auch hier muss ich noch einiges verändern. So, ich steige kurz ab und gehe schnell schlafen. Hier muss ich noch einiges verändern, denn die alte Straße und so, das kommt weg. Da kommt ein richtiger neuer Dorfplatz hin. Mit einem schönen Dorfbrunnen. Und vielleicht auch hier schon irgendwo diesen Reiseport. Mal gucken. Dieses erste Handwerkshaus, es steht da friedlich vor sich hin. Das Pferd packe ich mal wieder hier irgendwie rein. Dann muss ich erst wieder die Tür wegkloppen, sonst passt das nicht. So. Du bist ein gutes Pferd. Also ich muss noch einen Namen für dich finden, aber du bist ein gutes Pferd. Gefällt mir jetzt schon. So. Das bringt nicht viel. Ah, sag mal. Ja, ja. Zaubern kann er, aber nicht mal irgendwie ein Tor richtig setzen. Tschüss. Und zwar, warte mal, dann kann ich mir doch jetzt hier schon mal so eine Markierung machen. Und zwar dieses Haus. Wie breit ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Das kommt hier direkt an die Kante. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre zu klein. Okay, also muss ich 1, 2, 3, 4 machen. Und hier auch. 1, 2, 3 und dann hier auf den... daneben den setzen. So, auf die 4. Da. Und das dann bis zur anderen Seite auch. Und hier diesen alten Geheimgang, da muss ich mir was mit einfallen lassen. Das kann ja so nicht bleiben. Da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Aber nicht mehr einen Durchgang und da kommt dann eine zweite Brücke hin, die dann rüberführt zur anderen Seite der Stadt. Hier kommt dann das Haus hin. Und zwar 1, 2, 3. Machen wir das so hoch? 1, 2, 3, 4, auf 5 auch wieder, ja? Dann geht es nämlich rüber. Habt ihr schon mal eine Idee, was das werden soll? Nämlich. Sind es überhaupt 3 und 3? Ja, sind's. Und zwar wird das Haus im Grunde unterführt werden. Also hier ist dann ein Tunnel, durch den man durchgehen kann, um zur Brücke zu kommen. Und das Alchemistenhaus ist quasi drumherum und drüber dann. Das so als kleine Gedächtnisstütze für mich. Jetzt habe ich auch nicht mehr Steine und die Folge ist auch rum. Das heißt, da machen wir bei der.
Sehr gut. Kein neues Tier entstehen. Da machen wir einfach weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz nette Idee, hier was hinzubauen. Liebe Freunde, bis dahin sage ich, macht es gut. Hier aus Dragenhort, euer Vitus. Tschüss.